So, damit zu Professor Jonas Schmidt-Hannasit, der ist Virologe am Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin. Schauen wir nochmal auf diesen R-Faktor. Der ist ja nun, hab's gerade gesagt, dreimal so hoch. Das macht jetzt mit denen, die darüber nachdenken, was? Naja, dass man natürlich erstmal verunsichert ist, das sollte man aber nicht, weil ja auch klar ist, warum der R-Faktor so stark jetzt angestiegen ist. Sie haben es gerade erwähnt, der Ausbruch in Tönnies, wir haben andere regionale Ausbrüche. Und bei diesem niedrigen Infektionsgeschehen, man muss es ja trotzdem noch in Relation sehen, kommt es eben zu diesen starken Schwankungen beim R-Faktor. Insofern muss das natürlich weiter beobachtet werden und alles dafür getan werden, dass diese regionalen Ausbrüche unter Kontrolle gebracht werden. Das ist ganz wichtig. Aber man sollte sich jetzt auch von diesem einzelnen Wert natürlich nicht beunruhigen lassen. Das, was momentan im Landkreis Gütersloh passiert, ist das ausreichend, um das, was Sie sagen, also diese weitere Ausbreitung, dass der Hotspot größer wird, zu verhindern? Also machen die alles richtig, Ihrer Meinung nach? Ja, das hoffe ich sehr. Sie haben ja gerade gehört, was der Landrat gesagt hat. Das sind natürlich sehr massive Maßnahmen, die ich nur begrüßen kann. Es ist eine kritische Situation. Das darf man nicht unterschätzen. Es ist eine hohe Anzahl von Infektionen. Und da jeden Infektionsweg nachzuvollziehen und die Infektionsketten zu unterbrechen, das ist eine Mammutaufgabe. Also ich habe da sehr, sehr hohen Respekt vor den Kollegen, die jetzt da Tag und Nacht arbeiten, um das zu gewährleisten. Aber genau das ist, was letztendlich notwendig ist, um eine Weiterverbreitung und dann eine mögliche zweite Welle eben zu unterbinden. Genau das passiert jetzt gerade in Gütersloh. Über 1300 positiv getestete Mitarbeiter dieses fleischverarbeitenden Betriebes. Einige haben es dann, bevor die Quarantäne verhängt wurde, noch geschafft, sich schnell ins Auto zu setzen, jetzt quer durch Europa nach Bulgarien oder nach Rumänien zu fahren. Welche Gefahr geht denn von denen aus? Naja, prinzipiell geht dort natürlich die Gefahr der Weiterverbreitung aus. Das heißt, hier muss eng natürlich mit den Behörden vor Ort auch zusammengearbeitet werden, um dann in Rumänien oder auch in Bulgarien eine Weiterverbreitung zu verhindern. Nochmal, auf der einen Seite haben wir eine hohe Fallzahl, auf der anderen Seite ist es gut, dass es eine bestimmte Gruppe von Menschen ist. Und das gibt die Möglichkeit der Intervention und das Unterbrechen der Infektionsketten. Also das ist auch ein positiver Aspekt, wenn man das so überhaupt bezeichnen darf, bei diesem Ausbruch. Schauen wir noch mal auf einen anderen Aspekt, die Diskussion, die jetzt geführt wird, nach den Ferien endlich wieder in den Regelbetrieb in den Schulen zurückzukehren, mal völlig abgesehen davon, dass das die Lehrer gar nicht so toll finden, heißt es ja wohl auch, dass einerseits die Kinder zwar gar nicht so betroffen sind von Corona trotzdem, aber unter möglicherweise einer höheren Virenlast tatsächlich nicht leiden, aber sie an den Tag legen. Ja, das ist ein sehr komplexes Thema. Diese Entscheidung wurde politisch gefällt und ich denke, wir als Virologen müssen jetzt dafür sorgen, das abzusichern. Das heißt, hier ist nicht die Frage, ob Öffnung, sondern wie wir das sicher begleiten können. Und dazu gehören Testung, genau das, was jetzt auch im Gütersloh passiert, dass man sich erstmal einen Überblick verschaffen muss, gerade bei so einem sehr starken Infektionsgeschehen, unabhängig von der Frage, ob Kinder, gerade eben Kinder unter 10 Jahren, besonders stark Treiber der Infektion sind. Die Daten deuten eher nicht darauf. Nichtsdestotrotz wollen wir sehr vorsichtig sein und wir als Virologen können mit Testen, umfangreichen Testen dafür sorgen, dass das eben auch gewährleistet wird. Einerseits ist man ja bislang davon ausgegangen, zweite Welle höchst unwahrscheinlich. Wenn wir jetzt aber diese Hotspots sehen, auch mit Blick auf den Regelbetrieb in den Schulen, ist es doch eher wahrscheinlich, dass wir möglicherweise uns in 1, 2 Monaten widersprechen und genau dieses Problem haben, dass sich das Virus wieder ausbreitet. Und wie stehen Sie dazu? Nein, das kann man so pauschal nicht sagen. Es ist hier eine besondere Situation, wo bestimmte Regeln auch ja wirklich nicht eingehalten wurden, in massiver Art und Weise. Also das sollte man nicht generalisieren und sagen, das passiert jetzt überall in Deutschland. Insofern ist das schon ein Ausnahmefall in Gütersloh. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir diese regionalen Ausbrüche, die wir auch in Zukunft sehen werden, unter Kontrolle bringen können mit den Möglichkeiten, die wir in Deutschland haben. Aber die müssen eben auch umgesetzt und genutzt werden. Das ist ganz wichtig. Wenn dort das nicht erfolgt, zu viel Zeit verstreicht, dann kann es natürlich auch wieder zu weiteren Ausbrüchen und zu einer möglichen zweiten Welle kommen. Also es liegt letztendlich an uns, das zu verhindern. Herr Schmidt-Hannasit, ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Dankeschön.